Ja, hallo, ich bin Sven und ich dachte mir, heute machen wir mal so ein bisschen Data Mining auf die versteckten CoinGecko-Scores. Und wenn man die Detailinformationen bei CoinGeck, der einzelnen Coins, sich einmal anguckt, dann sieht man, dass die ein bisschen Vorarbeit geleistet haben. Also sprich Community-Aktivität, ein allgemeiner CoinGecko-Ranking. Score, jetzt nicht das Ranking auf CoinGecko, sondern aus mehreren Parametern zusammengesetzt. Dann die Community-Aktivität, ja, Developer-Aktivität und das Community-Interest. Ja, und diese Daten gucken wir uns mal an. Ich dachte mir, wir präsentieren die zur einfacheren Visualisierung einmal einem neuronalen Netz, einer Self-Organizing Feature Map. Und gucken uns mal an, was mit den Top 100 Coins auf einer derartigen Data Mining Analyse so als Ergebnis präsentiert wird. Ja, und die Ergebnisse und den Weg dorthin, den möchte ich jetzt gerne kurz einmal mit euch teilen. Viel Spaß dabei. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken und wenn ihr neu dabei seid, ein Abo dazulassen, um meine Arbeit entsprechend zu unterstützen. Ja, und jetzt gucken wir mal in die Daten rein. Viel Spaß! Was uns CoinGecko hier für versteckte Scores anbietet. Ja, wir haben hier einmal ein CoinGecko-Score, dann gibt es noch ein Developer-Score, ein Community-Score, der sich wahrscheinlich anguckt, wie viel ist auf Reddit und auf Telegram und so weiter los. Dann gibt es noch einen Liquidity-Score. Ich vermute mal, da geht es darum, wie hoch ist eigentlich das Volumen der Coins, wie hoch ist das Trading-Volumen, also wie viel Liquidität ist eigentlich im Markt. Und noch ein Public-Interest-Score. Ja, und diese Daten decken schon mal eine ganze Menge ab, unter anderem auch, wie viel Aktivität ist bei den jeweiligen Projekten da auf den sozialen Medien los, wie ist die Entwickleraktivität, was passiert da auf GitHub, also hier steckt schon mal eine ganze Menge drin, aber wir wollen uns das mal insgesamt angucken. Ja, dann erzähle ich mal kurz was zu dem SOM, wie das funktioniert, die Self-Organizing Feature Map. Das ist im Prinzip ein neuronales Netz, was sehr biologisch motiviert ist, im Gegensatz zum Multilagen, Perzeptron oder Support Vector Machines. Da geht es ja hauptsächlich um Gradientenabstiegsverfahren und Klassifizierung. Und das SOM ist ein quasi ein unüberwachtes Lernverfahren. Hier jetzt mal ein Beispiel mit Tieren. Also als Eingabevektor hat man eigentlich nur eine Tabelle, in der man zum Beispiel bestimmte Fragen für die Tiere beantwortet. Ist es ganz einfach, ist das hier gehalten? Ist das Tier groß? Jagt es? Ist es mittelgroß? Kann es fliegen? Ist es schnell? Ist es langsam? Naja, und dann sieht man hier auf dieser Beispielkarte, hier rechts in einem Cluster, diese Linien sind hier einfach so wahllos eingezeichnet worden. Sieht man also die Raubtiere benachbart, links die Vögel, aber im Zentrum zum Beispiel könnte man jetzt noch ein Cluster anlegen, alle Raubtiere, die sowohl Vögel sind als auch landlebende Tiere. Oben haben wir noch die Huftiere, die jagen nicht, aber sie sind alle groß und bilden dementsprechend einen eigenen Cluster. Und das kann ich mit hochdimensionalen Daten machen. Und in diesem Fall habe ich jetzt nicht 20 oder 30 verschiedene Feature-Einträge pro Tier, sondern ich habe jetzt diese 5 CoinGecko-Scores auf 100 Coins. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Ja, das ist im Prinzip ein Raster aus 12 mal 12 Neuronen, also 144 Neuronen. Ich habe das Ganze 100.000 Mal trainiert. Das heißt, das ist also im Prinzip
das Endstadium der Trainingsmenge, wo sich eigentlich kaum mehr irgendetwas regt. Und ich sehe hier unten links sehe ich Bitcoin und Ethereum auf einen Neuron gesetzt, ja. Und ja, man sieht hier, dass benachbarte Coins nach diesem Coin-Gecko-Scores auch benachbart repräsentiert werden. Ich blende jetzt noch mal kurz das Ranking ein. Also die dunklen Coins hier, die haben einen hohen Rang. Ja, also Bitcoin und Ethereum sind hier ganz schwarz. Und die Coins die am unteren Ende der Top 100-Skala beheimatet sind, also Kava oder Decreed hier auf 94, 98, ich habe nochmal hier den Rank dahinter geschrieben, die sind ja so ein bisschen abseits. Also man sieht, hier ist kein Ranking nach der Marktkapitalisierung. Hier geht aber auch nicht um die Coin-Eigenschaften, also Proof of Work, wie ich das schon mal in einem anderen Video gemacht habe, sondern es geht hier wirklich nur um die Scores, die wir aus der CoinGecko-API hier rausgezogen haben. Was haben wir noch hier? AMP, XRD, die sind alle also ziemlich grau, ja. KSM, Kusama. Ja, die sind alle ziemlich, ziemlich hinten. Also man sieht, hier ist jetzt kein Gradient zu sehen, der irgendwie mit den Feature-Vektoren, mit dem Ranking zu tun hat, weil das auch nicht Bestandteil der Trainingsmenge ist. Um zu sehen, was hier jetzt tatsächlich passiert, können wir uns ja mal die einzelnen Gradienten angucken. Beziehungsweise ich habe jetzt einfach mal das, was ich auf das Ranking gemacht habe, wo wir hier keine Regelmäßigkeit erkennen können, außer dass im Zentrum hier eher die gering kapitalisierten Coins vorhanden sind. Ich habe das hier mal gemacht auf dieser Grafik mit dem Coin-Gecko-Score. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt alles wirklich hier reinfließt, aber was man sagen kann, ist, dass das Netzwerk jetzt erkannt hat, dass der Score hier auf der linken Seite relativ niedrig ausgeprägt ist und auf der rechten Seite ist er relativ hoch ausgeprägt. Ja, wonach geht das? Wahrscheinlich fließt hier alles Mögliche mit rein. Also tendenziell kann man sagen, auf der linken Seite Bitcoin Dodge erstaunlicherweise hat hier einen höheren Rank als zum Beispiel CUSDC oder CDAI, die sind also Kusama, die sind alle hier weiter rechts, ja, oder Ape, und links sind die Werte eben entsprechend mit dem hohen Coin Gecko Score. Jetzt gucken wir uns mal den nächsten Vektor an. Das ist noch mal ein bisschen deutlicher hier in Rot. Das ist jetzt der Developer Score. Also die Entwickleraktivität. Was ist auf GitHub los? Was passiert da? Wie ist ja die Aktivität was ist auf den Repositories los? Also unabhängig wirklich die Technik. Was wird da gemacht? Und da sieht man also auch Dodge tatsächlich. Obwohl er jahrelang gar nichts gemacht wurde, interessanterweise. Bitcoin, Ethereum, okay, Ethereum steht vor dem Merge. Ja, Wavis, das Crow, das XLM, XMR, Ripple, das hat hier alles einen hohen Developer-Score. Und XDAI, Leo, KuCoin-Shares, ja, die Stablecoins, das hat einen geringeren Share. Was übrigens interessant ist, da komme ich später drauf zu. Kommen wir erstmal zu dem nächsten Score, Community Score. Ja, das ist im Prinzip, was die Community hier so macht. Auch hier ähnlich. Ja, Bitcoin, Dodge, Tron ist ziemlich hoch und auf der linken Seite oder auf der oberen EOS auch ja, relativ gering gescored. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was CoinGecko da reinpackt für Merkmale und wo die ihren Score draus berechnen. Aber es ist schon mal interessant zu sehen, was das Netzwerk hier draus gemacht hat. Der nächste Punkt ist der Liquidity Score.
Hier gibt es jetzt mehr einen Gradienten von oben nach unten, würde ich sagen, weniger von links nach rechts. Also was die Liquidität angeht, ist Ape und Cent, auch natürlich USDC, die Stablecoins, die sich hier auch fast relativ clustern. Also ich habe hier unteren, mittleren Bereich relativ viele Stablecoins. Man könnte ja auch Wrapped Bitcoin, WBTC, auch so ein bisschen als Stablecoin bezeichnen. Eben Stable auf Bitcoin. Ich glaube, der, wo haben wir hier den goldbasierten Stablecoin? Ich meine, ich muss mal eben gucken. Pax Gold, genau, ist auf der linken Seite. Also hier in der unteren rechten Ecke, da clustern sich viele Stablecoins, wo es ja jetzt gar nicht um Innovationen geht oder ja, um besondere, um Skalierung, sondern hauptsächlich ja, ein Stablecoin oder ein Stable Asset wie Bitcoin oder wie Gold, ja, oder natürlich der US-Dollar, das entsprechend stabil auf einen Token zu münzen, zu packen. Und das ist jetzt nichts wie EOS, wo man jetzt versucht, zigtausenden von Transaktionen zu gewährleisten mit einer innovativen Technik dahinter, sondern nur Stablecoins. Aber schon mal interessant, dass die Liquidität hier unten bei den Stablecoins und Bitcoin ist hier hoch und hier unten oben eben eher so ein bisschen bei Aave und Atom, ja, auch Ethereum Classic, obwohl das jetzt ja ganz schön Move gemacht hat, eher gering laut diesem Score. Okay, die Daten habe ich jetzt sind auch nicht tagesaktuell, sondern auch schon wieder eine Woche alt. Aber wir bekommen hier schon mal so einen kleinen Eindruck, was CoinGecko hier eigentlich mit dem Liquidity Score abbildet. Ja, dann sehen wir jetzt hier eine andere Darstellung hier. Das ist jetzt der Public Interest Score. Also hier sehen wir nochmal, also bei Doge ist jetzt ein geringeres Interesse, obwohl es hier insgesamt hier bei Bitcoin und Ethereum angesiedelt ist. Also obwohl jetzt diese Feature-Vektoren gleich gewichtet sind, ist das Public Interest hier relativ verschieden von den anderen Scores gewichtet. Also hier verteilen sich die Werte so ein bisschen über die Karte. Jetzt kann ich jetzt keine klaren Cluster bilden. Gut, hier gibt es jetzt auf der linken Seite im mittleren Bereich ist jetzt der Score jetzt etwas geringer. Im linken Bereich ist er etwas geringer. Im Zentrum, ja, aber ich kann hier nicht wirklich von einer Regelmäßigkeit sprechen. Also der Public Interest Score hier ist relativ verteilt über die Karte und ja, hat halt auch nicht so viel Ähnlichkeit oder Korrelation wie die anderen Merkmale. Geht also hier so ein bisschen unter. Aber ich kann ja schon mal sehen, welche Coins hier von CoinGecko einen relativ hohen Interest Score aufweisen und welche einen geringeren. Ja. Hier habe ich nochmal kurz in Rot die Stablecoins so ein bisschen oder die halt stabil irgendetwas abbilden auf Token nochmal eingezeichnet. Die sind hier im rechten unteren Bereich so fast schon geclustert. Also hier links im linken Bereich sehe ich hier nichts, was irgendwie Stablecoin-mäßig jetzt zu deuten wäre. Ja. Außer DAI vielleicht. Ja, also das ist schon mal bemerkenswert, dass die hier geclustert sind. Dann ist mir aufgefallen, dass Doge und Shiba Inu völlig, obwohl es ja wirklich beides Meme-Coins sind, die mehr Ähnlichkeit haben als manch anderes Coin-Projekt, von der ganzen, ja, von dem ganzen Thema her, es sind halt Meme-Coins. Das dort sehr nah bei Bitcoin und Shiba Inu. Also wenn ich jetzt das versuchen sollte, da irgendwie jetzt eine Investmententscheidung abzuleiten, dann würde ich hier sagen, misst CoinGecko eigentlich
Dodge eine höhere Stabilität bei. Ich muss aber auch sagen, das EOS, Isilium Classic, Shiba Inu, das sind technisch relativ aufwendige Projekte. Jota ist in der Nähe, Quant ist in der Nähe, Engine Con, gut, das ist jetzt, geht es um NFTs. Aber also ich sehe, dass hier technisch auch innovative Coins, die sich aber preislich noch gar nicht so wirklich niederschlagen, dass die sich irgendwie im oberen Bereich ansiedeln. Also schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Darstellung hier interpretieren sollt. Ob man überhaupt den CoinGecko-Scores ein gewisses Gewicht beimessen sollte. Ja, also das EOS hier oben ist gut. Ich weiß halt, dass dass da entwicklungstechnisch relativ viel passiert. Der Score hier ist für EOS relativ niedrig. Finde ich schon interessant. Ja, die Karte könnt ihr hier auf dem Video sehen. Wenn euch da irgendwas zu auffällt und wo ihr sagt, hey, warum siehst du denn jetzt nicht diesen Zusammenhang? Der ist doch hochinteressant. Ja, oder einfach nochmal eine Bemerkung allgemein dazu. Dann freue ich mich natürlich über Kommentare und Ergänzungen. Ja, und ansonsten möchte ich jetzt hier gar nicht dazu viel mehr dazu sagen. Ja, euch einfach nur mal vorstellen, wie dieses Ergebnis der SOM hier aussieht und was mir im ersten Moment so dazu einfällt und wie ich das interpretiere. Also, wie schon gesagt, wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare und ich freue mich natürlich auch über ein Abonnement, wenn du mehr von dieser Art Auswertung, Data Mining, neuronale Netze auf Kryptowährungen sehen möchtest. Ja, dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.